Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Plants vs. Zombies 2. Ordne die Symbole richtig an, um die Zombies zu zerstören. Also mal wieder Memory. Und vermutlich wird es jetzt noch ein bisschen schwieriger. Ich fand das letzte Mal schon sehr kompliziert und sehr viel auf einmal. Aber gut, wir schauen mal, wie das Ganze hier vorangeht. Ich drücke natürlich direkt mal Pause, weil es so viel Spaß macht. So, und das ist ein Hütchen, okay? Ein Hütchen, ein Totenkopf, eine Sonne, ein Kleeblatt, eine Kappe oder whatever. Ein Hütchen, ein Kleeblatt, eine Sonne. Das war falsch. Ich wollte die beiden. Dann die beiden, dann die Hütchen. Dann diese Kappe oder whatever. Da ist noch eine Sonne, da ist das Kleeblatt. Die Münze nehmen wir auch noch mit. Da ist noch das Kleeblatt. Okay, Sonne und Totenkopf. Sonne. Hütchen. Noch eine Sonne. Da ist ein Totenkopf. Auch noch ein Totenkopf. Eine Sonne. Ein Hütchen. Ein Totenkopf. Ein Diamant. Ganz nebenbei noch. Totenkopf. Ja. Sonne. Okay, Kappe, Kleeblatt. Kappe, Kleeblatt, Totenkopf, Hütchen. Hütchen. Noch ein Hütchen. Kappe und Kleeblatt bräuchte ich. Shit. Shit. Ich bräuchte Kappe und Kleeblatt. Ganz dringend. Kappe. Nein, das war falsch. Ich brauche gleich jetzt, meine ich, ganz dringend ein Kleeblatt. Da war es. Nein, hallo, hallo, Kleeblatt, bitte. Sehr gut. Totenkopf, Sonne, Hütchen, Kappe. Kappe, Kappe. Hütchen? Nein. Okay, Totenkopf, Hütchen. Hütchen? Hütchen. Ich brauche einen Totenkopf, ganz schnell. Shit. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Sehr gut, das waren die Kleeblätter, das war die Kappe. Das ist noch ein Kleeblatt. Oh Gott. Jetzt wird es kritisch gerade. Jetzt wird es gerade echt kritisch. Hütchen, 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 Hütchen. Verdammtes Hütchen. Kleeblatt. Ich brauche eine Kappe. Nein, Kappe. Kappe. Red mal gerade ein bisschen weniger, sonst packe ich das hier nicht. Okay, das ist die Sonne, das ist das Kleeblatt. Ich brauche eine Kappe. Ich brauche eine Kappe und eine Sonne. Kappe und Sonne. Da war die Sonne, da war die Kappe. Sonne. Kappe. Und jetzt sollte der Rest kein Problem mehr sein. Sorry, ich kann schon gar nicht mehr reden. Hui, hui, hui. Ja, doch, da ist echt ein bisschen Konzentration gefordert. Und wir haben ein Geschenk. Ja, ich liebe Geschenke. Juhu, und noch ein Level bis zur Doppelsonnenblume. Keine Eimer-Zombies dabei, das ist klar. Wir hatten beim letzten Mal schon 31. So, neues Kostüm. Oh, wie süß, mit Sonnenhut. Schade, dass wir das leider selten sehen werden, denn ich werde die Pea-Shooter hier in dieser Welt zumindest tatsächlich sehr selten noch nutzen. Plane deine Verteidigung. Okay. Gut, gut. Plane deine Verteidigung hieß doch, ich hatte ein bisschen Zeit, ne? Oh, ich darf keine Sonnenblumen. Ach ja, stimmt, das war das, wo ich das vorgegeben bekomme. Okay, die hier, die hier. Die normalen Pea-Shooter. Ich glaube, dann nehme ich tatsächlich die hier mit, weil wir haben den komischen Indiana Jones dabei. Ich glaube, ich kann direkt nochmal neu anfangen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Weil ich jetzt sehe... Oh, ich sehe gerade, ich habe den Mauszeiger gar nicht geändert. Es hat trotzdem funktioniert. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum diese komische Sonnenuhr mein Mauszeiger ist. Sie ist immer noch da. Sanduhr, nicht Sonnenuhr. Was rede ich? Ich bin ein wenig verwirrt. Na gut, ich könnte Kohlköpfe pflanzen. Da einen hin.
da einen hin. So. Dann die Boxer. Ja, das ist natürlich jetzt selten dämlich hier mit den Grabsteinen. Ich versuche das einfach so. 425. Okay. Ich müsste rein theoretisch... Ach, die sind ja umsonst. Das ist ja ganz gut. Pass auf, dann setze ich da noch einen hin. Da noch einen hin. 50 kosten die. Dann sichere ich mal die rein hier. Und pack einfach überall... Ich kann doch überall die hier hinpacken, oder? Ich kann die doch auch auf jedes Feld setzen. Das ist doch eigentlich voll nice, oder? Ich weiß nicht, oder ist das irgendwie nicht so cool? Ich meine, möglich ist es, dann mache ich das doch einfach. War jetzt echt blöd von mir, dass ich keine Grabsteine mitgenommen habe. So, da noch einer hin. Ich packe da jetzt alles voll. Ich meine, dann sind die zumindest fürs Erste aufgehalten. Und wenn direkt ein Indiana Jones kommt, dann ist das doch super, oder? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Die boxen die Grabsteine weg, das ist super. Und die werden alle erstmal kurz aufgehalten. Na gut, es dauert natürlich, bis die weggeboxt werden. Ich kann heute nicht reden, das tut mir sehr leid. So, da kommen nämlich schon Indiana Jones, Freunde. Ich kann ja gerade sowieso nichts machen, außer die hier nochmal hinsetzen. Ich glaube, nach dem Level mache ich mal eben kurz einen Cut, beziehungsweise mache das so nebenbei, dass ich doch noch den Mauszeiger vergrößere, denn ich merke, dass das echt ein krasser Unterschied ist. Wir haben noch Spezialdünger und ihr habt mir mehrmals geschrieben, ich soll den doch bitte auf die hier mal anwenden. Gut, das habe ich jetzt getan. Das hat auch ein bisschen was bewirkt, wie es aussieht. Zweimal noch Spezialdünger. Ich glaube, ich nutze den nochmal hier. Hat er die überhaupt getroffen? Ich glaube, ich habe den ein bisschen zu früh gezündet. Kann es sein? Also genutzt den Spezialdünger. Den halte ich mal eben auf. Na komm, der müsste das hier aber ohne Probleme schaffen, oder? Und da oben. Pass mal auf, da brauche ich auch was. Ein bisschen mehr Power. Schön weiter. Da kommen nämlich jetzt noch ein paar. Das ist noch nicht gewesen. Ich halte den mal kurz auf. Da kommt noch einer mit Eimer. Oh, da auch. Oh, sehr gut. Den haben sie weggeboxt. Ich hoffe, die kriegen den mit dem Sarkophag hier klein. Ich meine, der ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem. Genau. Das geht alles ganz gut. So, den muss ich ja eben aufhalten. Der ist schon gefährlich nah dran. Oh. Oh, der hier oben frisst sich durch. Mist. Und wenn jetzt die nächste Welle kommt, bin ich ganz schön im Eimer. Ja, da kommt auch direkt ein Indiana Jones. Oh. Oh, gut. Der erste Indiana Jones ist jetzt weg. Aber da wird jetzt noch eine Welle kommen. Ja. Da wird noch eine Welle kommen und dann bin ich richtig im Eimer. Vielleicht ist das Spiel ja nett und lässt da oben keine Welle mehr kommen. Ach, natürlich. Oh nein. Oh nein, wenn ich jetzt noch wenigstens Spezialdünger hätte, dann könnte ich den auf das Kohlkatapult anwenden. Ich kann mal kurz abwarten, ob ich noch was bekomme, aber ja, ich kann ihn eben aufhalten. Aber ich glaube, das bringt es jetzt nicht. Oh nee, da kommen noch viel mehr. Oh nee, da kommen noch viel, viel mehr. Gut. Wir können das vorspulen, beziehungsweise... Wir können direkt neu anfangen. Neustart. Ja, bitte. Weil so bringt das ja nichts. Ich glaube, ich lasse die Bumerangpflanzen einfach mal und werde nur mit den Kohlköpfen und mit unseren Boxfreunden arbeiten. Ach so, die Grabfresse hätte ich sowieso nicht mitnehmen können. Okay. Die hier und den Kohl. Dann den hier auf jeden Fall. Ja gut, die doppelten Pea-Shooter eventuell ja doch, ne? Ich glaube, ich nehme die doch mal mit. Auch wenn ihr gesagt habt, die sind nicht nützlich. Aber ich denke, das bezog sich auf die ganz normalen Pea-Shooter. Na, die hier mitzunehmen ist Unsinn. Außer ich behalte noch ein paar Sonnen in der Hinterhand. Das mache ich auch. Ja, ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Wisst ihr was? Ich versuche das mal. Also, dass ich eventuell 2, also insgesamt 50 Sonnen noch in der Hinterhand habe. So dass ich die eventuell, also die Minen schnell genug setzen kann. Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird.
Ja, dann setze ich. Dann setze ich die dahin. Die sehen sehr süß aus. Ja, eigentlich hätte ich den Boxer da hinsetzen müssen. Das war ein bisschen doof. Da einen Boxer hin. Da einen. Jetzt habe ich noch 150. Und 50 will ich behalten. Das heißt, ich könnte zwei Walnüsse setzen. Dann setzen wir mal da eine Walnuss. Und hier, jetzt habe ich noch 50. Okay, die setze ich wieder überall. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Aber gut, vielleicht schaffen wir das so mit den doppelten P-Shootern. Ja, mal sehen. Und dann habe ich immer noch zwei von den Kartoffelminen. Aber da ist halt das Problem, die muss ich wirklich frühzeitig setzen. Also wenn dann eine Reihe weg ist, dann werde ich das vermutlich so machen. Dann werde ich hier auf den hinteren Platz die Mine setzen. In der Hoffnung, dass dann noch einer kommt. Weil wenn zwei kommen, wird das ein Problem. So, 50, genau. 50 habe ich noch. Los geht's. Dann schauen wir mal. Ihr Box ist weg. Der macht die hier kaputt. Gut, das war auch nicht so schlau mit den P-Shootern. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber vielleicht schaffen die das ja. So, hier ist schon mal ein Grabstein weg. Hier wird alles aufgehalten. Das ist schön. Da kommt Indiana Jones. Sogar mehrmals. Natürlich. Kommt der erste Sandsturm. Los, mach mal bitte schnell die Grabsteine hier weg. Ich könnte eigentlich schon wieder welche hinsetzen, wenn ich den Eisbergsalat nämlich schnell genug setze. Auch wenn gerade keine Zombies da sind, habe ich vielleicht beim nächsten Mal die Möglichkeit, den wirklich passend zu setzen. Hier kommt noch der Indiana Jones. Oh, das da. Oh, nee, das da oben wird ein Problem, oder? Nee, der ist tot. Das hier wird gerade ein gewaltiges Problem. Pass mal auf, ich muss den da hinsetzen. Ich muss den da hinsetzen. Dann habe ich jetzt nur noch eine Mine. Was? Warum? Ah, nee, der kostet ja 50. Shit. Na, egal, ich musste den da hinsetzen, weil die hätten den hier kaputt gemacht. Oh Mann, der das noch hinkriegt, ist jetzt auch gerade fraglich. Oh, gut. Gut, habe ich ihn noch aufgehalten. Ich muss mal gerade hier ein bisschen Spezialdünger nehmen. Und hier am besten auch. Los, box mal richtig zu. Sehr gut. So, einen habe ich noch. Schafft ihr das mal bitte, den da mit Eimer zu erledigen? Sehr gut, Eimer ist schon mal weg. Kurz einen Eisbergsalat hin. Ich habe auch 1040. Okay, ich könnte mir das Power-Up also leisten. Zur Not. Wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich wende meinen letzten. Ah ne, das geht eigentlich schnell. Die boxen den recht schnell weg. Den hier gerade nicht. Pass auf, du bist mal eingefroren. So, was ist mit dir da ganz oben? Na, pass mal auf, ich mache mal eben Spezialdünger. Okay, der haut nämlich ziemlich viele weg. Oh nein, ganz viele Indiana Jones. Ganz viele Indiana Jones Typen. Von mir aus dahin. Das war wahrscheinlich jetzt auch dämlich. Hier wird er zumindest noch aufgehalten. Oder brennt er den sofort kaputt? Da kommt eine riesige Welle von Zombies. Pass mal auf. Ich hau die mal eben kurz weg. Sehr gut, die hier am besten auch noch. Alles weghauen, was geht. Sind sie nämlich erstmal eingefroren. Die Fackeln sind aus. Und dann passt das. So, gerade kein Indiana Jones mehr. Dich halten wir auf. Ich hoffe, das packen wir. Es sieht gerade gut aus, glaube ich. Oh, Pflanze für den Zen-Garten. Wenn jetzt nicht so viele Sandstürme kommen. Oh, Hilfe. Ich glaube, ich spule das gerade mal ein bisschen vor. Ja doch, das passt. So, da können wir noch mal einen hinsetzen. Ich meine, wenn die sich jetzt durchfuttern, habe ich einfach Pech gehabt. Aber dann haben wir es trotzdem geschafft. Oder? Na klar, die futtern sich jetzt hier durch. Aber dann schaffe ich es ja trotzdem. Na komm, euch da oben können wir noch mal aufhalten. Na super. Hat jetzt viel gebracht. Wow,
zwei Reihen weg, aber trotzdem noch geschafft an Tag 24. Und wir haben die Doppelsonnenblumen. Ach, das freut mich. Schön, schön. Jetzt kommt doch bestimmt irgend so ein Endboss, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen. So, doppelte Sonnenblumen. Wie komme ich eigentlich darauf, dass jetzt ein Endboss kommt? Vielleicht, weil das Level 25 jetzt ist, beziehungsweise Tag... Ach du Jemine. Ach du Jemine, Dr. Zomboss. Dem stellen wir uns dann in der nächsten Folge... Das sieht aus, als ob der kifft. Na gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.